Dieser U-Bahnhof hat ein eigenes Video verdient. Das ist ein Gestaltungselement hier der, ich würde sagen, 90er Jahre mit einem wahnsinnigen, mit einer wahnsinnigen Dimension. Man sieht hier ganz deutlich, dass hier mal Hochbahnsteige geplant waren. Und man sieht auch, dass die Schönheit dieses Bahnhofs, die aufwendige Gestaltung, ist nicht zu übersehen. Und da geht der Tunnel unter der Ruhr durch. Und es ist alles sauber. Wie gewohnt. Am liebsten fahre ich immer diese Rolltreppe hoch. Man sieht warum. Weil es hier ganz, ganz steil unter die Erde geht. Und wer hier mal hinfällt, wer hier mal runterknallt, der hat verloren. Der ist tot. Mausetot ist der. Man hört da gerade eine Straßenbahn. VHS dürfte die Volkshochschule sein und die Stadtheime. Wahnsinn. Wie tief man unterirdische Bahnhöfe bauen kann. Irre. Hier die Abfahrtszeit der Straßenbahn. Man sieht schön, um 22 Uhr ist Schluss. Der Aufzug muss auch bombastisch sein. Und wenn man jetzt hier an die Oberfläche geht, sieht man auch Straßenbahn, dass die Straßenbahn hier eben unter der Erde fährt. Und das Schloss Broich ist, da ist die Stadthalle und da. Da müsste das Schloss Broich sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da. Da oder da. Ja, Mülheim an der Ruhr. Das ist, der U-Bahnhof liegt dort in NRW.